Ja, hallo meine Rambas, schön, dass ihr wieder dabei seid. Vlog Nummer 3 ist am Start und ja, es ist Sonntag, es ist sonnig bzw. hell, also dementsprechend nicht so wie beim letzten Mal, wo ich da immer im dunklen Schlafanzug war, sondern hier jetzt ganz leger im T-Shirt. Ja, also vielleicht auch mal zu diesem Schlafanzugsthema oder Anzugsthema. Ich glaube, viele Kommentare habe ich so vernommen, dass der ein oder andere wohl meinte, dass mir das irgendwo nahe ging mit dem Spaß, beziehungsweise ich mir da angegriffen gefühlt habe. Kann ich sagen, ganz klar ist es das nicht. Wenn jemand meint, ich bin Kommerz, dann kann er das meinen. Wenn jemand meint, wegen am Anzug ist es so, das ist mir vollkommen Latte. Ich fand es ganz im Gegenteil, ich fand es sehr lustig, mir da einen kleinen Spaß selber draus zu machen, weil für mich ist ein Anzug ein Arbeitsquant, so doof sich's anhört, aber ich habe da gar keine Emotionen. Ich sehe jetzt nicht irgendwo auf der Straße jemanden mit einem Anzug und denke, boah, ist der geil angezogen oder hey, ein Anzug. Das ist für mich Alltag. Mir ist es komplett egal, was da Leute denken. Es ist meine Arbeit. Ich bin Autoverkäufer bei BMW und alles andere ist total wurscht. Das gehört dazu. Das ist dann normal, so wie ein, was weiß ich, ein Mechaniker sein Overall anhat, dass er da nicht dreckert wird. So ist das halt bei mir der Anzug. Ja. Gut, das zum Thema Anzug und ja, ich werde mich bestimmt das ein oder andere Mal noch darüber lustig machen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Dann, was ist die Woche noch so passiert? Ja, ich habe bei Fallout angefangen zum Let's Play. Ich hatte bei Fallout, glaube ich, schon 6 Folgen aufgenommen, bis ich dann merkte, nach der ersten Folge, die noch gut ging zum Hochladen, weil da noch kein Radio gab. Aber dann merkte ich, in der zweiten Folge, dass auf einmal die GEMA mir dazwischen gestoßen ist. Also, man muss sich das so vorstellen. Es gibt ja Copyright Claims bei YouTube, dass jemand sagt, hey, von wegen, das ist mein Eigentum, das gehört mir. Und dann kann er so gegen Video vorgehen. Das ist da jetzt nur bedingt passiert. Also es gab Videos oder es gab Lieder, wo mir das Monetarisieren dann untersagt worden ist, was ich nicht schlimm finde, weil ich muss ja nicht jedes Video monetarisieren können. Bin da ganz entspannt. Dass ich kein Einkommen oder kein Lebenseinkommen da habe, ist mir das fast wurscht. Aber es gab dann eben da war es dann so, da hat dann der Rechteinhaber gesagt, okay, das ist jetzt mein Recht, der kann das Video zwar machen, aber wir schalten trotzdem Videos, nur die kommen dann, die Videos mit dem, da schalten wir Werbung davor. Gut, dachte ich mir, also klar. Jetzt hat aber die GEMA sich gedacht, das ist ja ein Lied, was ja hier in Deutschland gesperrt ist. Da gab es ein paar davon. Und aufgrund dessen, dass dieses Lied gesperrt worden ist, ist auch das ganze Video gesperrt worden. Also es gab jetzt für mich keine doofen Ansprüche, es war jetzt nichts Schlimmes, was da passiert, aber es wurde einfach dieses Video gesperrt. So, da habe ich jetzt tagelang probiert, dann irgendwie dieses Musikstück rauszuschneiden oder auch dieses Musikstück zumindest so stumm zu schalten. Dann war aber meine Stimme wieder stumm, dann konnte ich es nicht hochladen, dann hatte man Upload wieder gemeint, dass ein anderes Lied gesperrt ist. Katastrophe. Das habe ich 2 Videos lang so probiert, bei Folge 2 und bei Folge 3. Und bei Folge 4 waren es dann 3 Titel, die gesperrt wurden. Und dann dachte ich mir so, jetzt kannst du mich am Arsch lecken. Und habe das Radio bei Fallout ausgeschaltet. Also, von dem her nicht wundern, ich spiele jetzt das Fallout 4 ohne das interne Radio. Also, da sind halt ein paar coole Lieder. Ich fand das für die Stimmung, für das Setting fand ich super geil. Also, echt schade. Aber naja, wenn das die GEMA so will, dann kriegt halt gar keiner mehr was davon. Jetzt kann ich wieder nämlich das Video monetarisieren. Die Rechteinhaber, die hört man gar nicht mehr, beziehungsweise da gibt es keine Rechteinhaber mehr auf diese Musik, weil man hört die Musik nicht mehr. Und das heißt, der arme Interpret hat nichts davon, man hört sein Stück nicht, wobei sehr Klassiker und coole Perlen dabei gewesen wären, die auch für die jüngere Generation toll sind. Die GEMA hat nichts davon, weil die GEMA ist auch nicht mehr im Bilde. Nur noch der Alcaramba und der hatte viel Arbeit. Also im Endeffekt hat keiner profitiert, aber ja, tolle GEMA. So, das war das Thema GEMA und Fallout, also auch da bin ich durch. Es wird nach wie vor natürlich, heute ist ja Sonntag und da werde ich heute natürlich auch wieder fleißig aufnehmen. Das Auslosungsvideo. Ich werde versuchen, natürlich nehme ich wieder meine World of Tanks Videos auf, die nehme ich immer am Sonntag alle 7 Stück am Stück auf. Dann natürlich versuche ich noch ein bisschen Warships noch aufzunehmen, ein bisschen Armored Warfare, das darf ich noch erzählen. Ich habe bei Armored Warfare jetzt von MyCom alle Panzer im Spiel freigeschaltet bekommen, also wirklich alle, so wie ich das gesehen habe. Ich glaube 2 nicht, aber alle anderen sind ansonsten zwar Stock,
aber ich habe sie alle im Hangar. Das heißt, ich kann da jetzt richtig was zeigen. Das ist richtig cool. Vielen Dank an MyCom an dieser Stelle. Also von dem her kann ich euch da jetzt schön was präsentieren und da wird natürlich auch noch einiges folgen. Ihr könnt auch gerne unter das Video posten, wenn ihr irgendwelche besonderen Panzer sehen wollt. Das kann ich jetzt wirklich dementsprechend machen. Ja, und ansonsten natürlich Overwatch, Armored Warfare, World of Warships, wird alles weiterhin kommen. Fallout passiert so nebenbei. Also ich denke, die Facetten und die Weitschichtigkeit wird weiterhin noch gegeben sein. Ja, dann ein Thema, was eigentlich normalerweise nicht so lustig ist und jetzt auch nicht so passt. Hat gestern damit angefangen und deswegen will ich es ansprechen. Ich habe gestern bei meiner Facebook-Seite ein Video von mir in Sturmhaube gepostet, was vielleicht ein bisschen naiv war, aber ich habe ehrlicherweise nicht so weit gedacht, weil ich bin gestern zum Go-Kart-Fahren gegangen. Go-Kart-Fahren war echt cool, habe hier zwar alles, meine ganze, alles tut weh, aber es war super lässig, aber eben Problem, dieses Foto habe ich dann auch recht schnell wieder gelöscht, weil irgendwie einer meinte von wegen, aber fahr so nicht nach Paris und dann ging es so ein bisschen weiter. Muss ich sagen, verstehe ich absolut gar keinen Spaß. Da sind so viele Menschen umgekommen, es ist eine absolute Schande, was da passiert. Die Menschen, die Franzosen, mir stockt da so ein bisschen der Atem, weil es einfach ja, nicht greifbar ist, dass es so Idioten gibt, die für eine Ideologie sowas machen und gerade dann auch viele das auf die Religion schieben, wobei es die Religion einfach nur ein Vorwand ist, weil es im Koran insoweit gar nicht steht, dass man das machen soll oder dass es toll ist oder dass es irgendwelche Jungfrauen gibt. Das ist totaler Humbug. Der Koran ist an sich, so was ich habe nur so ein paar Auszüge mal durchgelesen, ein sehr, sehr spannendes, geistig höchst interessantes Buch ist, was das Thema Religion angeht. Übrigens auch die Bibel. Also von dem her kann man jetzt weder die Muslime oder sowas da bitte verurteilen, ganz im Gegenteil. Und gerade an solchen Bildern, das sind für uns ist es als Europäer was ganz Außergewöhnliches, sowas zu sehen. Und sowas trifft jedes Mal ins Bein und schlägt irgendwie einen auf die Nieren. Für die Flüchtlinge, die jetzt gerade alle zu uns kommen und die von vielen Leuten so verhasst werden und so angegangen werden, für die ist das Alltag. Für die, die kommen nicht nach Deutschland, nicht nach Europa oder fliehen über Weltmeere, dafür, dass sie sagen, sie kriegen jetzt einen geilen Job und werden reich, sondern ganz im Gegenteil, die fliehen einfach nur aus Ländern, die wirklich teilweise so ein Leid mit sich bringen und von dem her, ja, muss ich auch an dieser Stelle mal meine Lanze brechen. Also ich bin ganz klar für das Thema Flüchtlinge und sagen wir mal für die, also Wirtschaftsflüchtlinge ist wieder was anderes, aber wir gehen das Thema Terrorismus und so ein und von dem her, sowas wie Pegida und Co., muss ich sagen, halte ich nicht wirklich viel davon. Ansonsten vielleicht noch Thema klein zum Paris-Attentat. Für die Leute, die es hier interessiert, ich habe mit Wargaming gesprochen und habe mich da natürlich nochmal versichert, dass es da allen gut geht. Also soweit ich weiß und soweit mir gesagt worden ist, ist keinem irgendwo dort von Wargaming Paris was passiert. Soweit ich weiß, ist kein naher Angehöriger oder sowas da irgendwo in Mitleidenschaft gezogen worden. Also ja, die Jungs und Mädels hatten da Glück, muss man ganz klar sagen. Das hat nichts mit was anderem zu tun. Das ist pures Glück. An der falschen Ort, an der falschen Stelle zu sein, geht leider sehr schnell im Leben. Deswegen, ja, vielleicht beruhigt es den einen oder anderen. Unserem deutschen Community-Team und allen anderen ist nichts passiert. Ich glaube, das ist eine super tolle Nachricht. Ja, damit kann man das Vlog für heute beschließen. Ich habe wieder so ein paar mir was Sachen von der Seele geredet. Ich hoffe, euch gefällt es wie immer, auch wenn es vielleicht nicht so unterhaltend war wie sonst. Aber ich glaube, im Anbetracht des Themas war es dem einfach geschuldet. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine sehr schöne Woche und ja, vielleicht und hoffentlich nächste Woche wieder so mit ein paar lustigen und schönen Themen. Also, macht's gut, euer Alkamba.